Beberapa bagian dari pusat kota Wina, Austria masih ditutupi oleh polisi selasa waktu setempat. Penutupan ini setelah serangan senjata yang menewaskan lima orang termasuk penyerang. Kementerian Dalam Negeri Austria menyatakan dua pria dan dua wanita tewas karena luka-luka serangan Senin malam. Seorang tersangka penyerang yang membawa senjata dan rompi bunuh diri palus tewas di tangan polisi. Penyelidikan awal kementerian dalam negara menunjukkan bahwa dalam negeri bahwa menunjukkan tersangka yang tewas merupakan simpatisan yang terkait dengan kelompok ISIS. Tersangka mulai menembaki orang yang sedang menikmati makan malam terakhir di restoran dan bar dekat sinagogi sebelum dimulainya lockdown selama satu bulan. Wir haben gestern Abend einen Anschlag erlebt von mindestens einem islamistischen Terroristen. Eine Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten. Es wird dementsprechend Konsequenzen geben. Der ausgeforschte Täter war mit einem Sprengstoffgürtel, der sich als Attrappe herausgestellt hat, und mit einem Sturmgewehr schwer bewaffnet. Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormiliz IS. Derzeit finden intensive Ermittlungen und Maßnahmen, die ich aufgrund ermittlungstaktischer Details nicht beschreiben kann, im Umfeld des Täters statt.